Mein Name ist Stefan Kaiser. Ich bin der Projektleiter für die Hochleistungsbahnschneeschleuder HB1100S, die wir jetzt für die ÖBB bauen durften. Die HB1100S wird zum Räumen großer Schneemengen auf Bahnstrecken eingesetzt. Nicht nur die Räumleistung mit 10.000 Tonnen pro Stunde ist ein Kriterium, sondern auch die Fahrgeschwindigkeit mit 100 Stundenkilometer. Der Schleudermotor hat 790 kW. Der Fahrmotor ist ein baugleicher Motor, den wir aber begrenzt haben aufgrund der Getriebe auf 650 kW. Das Gesamtgewicht liegt bei 76 Tonnen. Die Besonderheit ist auch, dass ein Drehkranz installiert ist, sodass die Maschine direkt auf der Strecke gewendet werden kann. Dabei bleibt das Fahrgestell auf den Schienen stehen und der Oberwagen dreht über einen Drehkranz um 180 Grad. Der Auftrag für die HB1100S war für uns ein ganz besonderer Auftrag. Da solche Maschinen sehr selten gebaut werden, ist es natürlich ein spezielles Projektgeschäft. So ein Projekt in so einer kurzen Zeit durchzuziehen, ist natürlich nur möglich mit einem hochmotivierten Team. Also angefangen vom Einkauf bis zur Endmontage waren alle beteiligten Personen sehr engagiert und haben mit Herzblut an diesem Projekt mitgearbeitet. Nach der circa neunmonatigen Bauzeit kam dann der große Tag und die Maschine wurde verladen. Danach ging es dann zum Verladebahnhof in Seebrugg. Dort wurde die Maschine dann vom Tieflader runtergehoben und auf die Schiene gesetzt. Meine persönlichen Highlights waren zunächst mal, als ich die Maschine zum ersten Mal sah, wie sie in der Halle aufgebaut war, mit dem Fahrerhaus drauf und mit den Motoren hinten drauf. Das ist schon ein sehr imposanter Anblick. Das größte Highlight wird, denke ich, noch kommen, wenn wir dann die Maschine mal im Schnee testen können und wenn sie dann hoffentlich auch die Leistung bringt, die wir erwarten und das Projekt dann irgendwann auch abgeschlossen wird. Versuchstag erfolgreich beendet.